Klassenerhalt. So lautet das Saisonziel des FC Augsburg, aber gleichzeitig will man nur ungern schlechter als im Vorjahr sein und da wurde man immerhin Achter. Diese Spagat bekommt der FCA aktuell sehr gut hin, unter anderem dank Kapitän Paul Verhaag, der noch immer von seiner Vorsaison schwärmt. Klar, wenn man mir das vorletzte Sommer erzählt hätte, du bist nächstes Jahr Sommer in Brasilien bei der WM dabei, hätte ich natürlich nie geglaubt, weil ich davor eigentlich nie in die Nationalmannschaft berufen bin. Erst eigentlich Anfang letzte Saison zum ersten Mal dabei, dann war es natürlich für mich eine absolute Belohnung, dass ich dann im Sommer mit der Nationalmannschaft von Holland, was natürlich ein großes Fußballland auch ist, dabei zu sein in Brasilien. Wie gesagt, das letzte Jahr war es eigentlich perfekt. Auch in dieser Spielzeit läuft es rund, denn nach 9 Spieltagen liegt der FCA auf Rang 9, nicht zuletzt, weil der Niederländer selbst 3 Tore beisteuerte, allesamt vom Elfmeterpunkt. Ja, ich stehe mit Vertrauen da. Ich lege das Ding hin und ich gehe das eigentlich mit Vertrauen an. Und bis jetzt, wo ich natürlich jeder getroffen habe, gibt mir das Mut. Aber wie gesagt, ich mache mir da wenig Kopf eigentlich, wenn ich den Elfmeter nehmen muss. Na klar, spürt man Druck und weiß man natürlich, dass man ihn reinmachen muss. Aber bis jetzt läuft das eigentlich sehr gut und ich hoffe eigentlich, das weiter so zu machen, dass wir in die Zukunft noch mal ein paar Elfmeter bekommen und dass ich die Dinge da reinmache. Diese Ruhe findet man nicht nur beim Kapitän oder beim Trainer Markus Weinzierl, sondern im gesamten Team. Wir haben hier keinen großen Stars, die außergewöhnlich sind sozusagen. Wir haben eigentlich sehr sympathische Typen, die Gas geben wollen für die Mannschaft. Darüber hinaus haben wir eine Vereinsführung, die sehr ruhig ist, nicht in Panik geraten, wenn man mal zweimal hintereinander verliert, wie wir letztes 2 Auswärtsspielen verloren haben hintereinander. Aber wie gesagt, das ist schon Jahren so. Wir haben ziemlich Stabilität in den kompletten Verein, nicht nur in der Mannschaft, in den kompletten Verein. Und genau das könnte doch eigentlich auch mal zu mehr führen als Platz 8 aus dem Vorjahr. Man kann als FC Augsburg auch nicht erwarten, dass man sagt, wir spielen mal Europa League. Das ist, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Bundesligisten, was für Möglichkeiten die finanziell haben und die wie wir haben, bleibt das Ziel Klassenerhalt, das ist ganz klar. Aber wir sind auch nicht eine Mannschaft, die im Vorfeld sagt, wir waren letztes Jahr 8, wir geben uns dieses Jahr mit dem 15. Platz zufrieden im Vorfeld. So muss man das auch nicht sehen, aber wir sind sehr realistisch, wir schauen Spiel für Spiel, wir wollen jeden Gegner das Leben schwer machen sozusagen, jede Woche wieder punkten. Die nächsten Punkte sollen am Freitagabend auf Schalke her. Punkte für den Klassenerhalt. Oder doch mehr?